ganz kurz, worüber wollen wir sprechen? Ein paar Themen zum Szenario. Dann, man hört immer sehr viele Terminologiebereiche rund um das Thema OAuth. Da wollte ich mal versuchen, mal ein paar meiner Definitionen, mit denen ich so leben konnte, reinzugeben, damit wir verstehen, was da sich im Einzelnen hinter verbirgt. Dann sollen wir uns mal anschauen, was kriegen wir denn eigentlich jetzt von HCL geliefert, wenn wir das AppDevPack und das Thema OAuth machen wollen. Was liefert uns denn HCL da? Und da gibt es ein paar Spezifikationen im Bereich OAuth, die man kennen sollte, die die Art und Weise beeinflussen, wie man mit dem Thema umgeht. Das sind Grant Types und Scopes. Das schauen wir uns mal ganz grob an. Dann habe ich eine kleine Demo vorbereitet mit dem aktuellen 1.02er AppDevPack. Und dann wollen wir uns mal anschauen, auch welche Bausteine für diese einzelnen Komponenten werden denn eigentlich wo überall konfiguriert, was muss ich überall einrichten irgendwo. Einen kurzen Blick auf den Beispielcode und auch mal gucken, welches Tooling brauche ich denn für diejenigen, die vielleicht noch ganz am Anfang stehen von dem Thema. Ich habe es schon gesehen, von denen, die ich im Webcast hier kenne, sind einige dabei, die, denke ich, da auch schon ähnliche Erfahrungen haben wie ich. Aber ich denke, es wird auch den einen oder anderen geben, der vielleicht jetzt neu beginnt und sich anschauen möchte, was brauche ich denn, um damit starten zu können. Und das Gleiche gilt dann für das Thema Ressourcen und hoffentlich haben wir dann am Ende noch ein bisschen Zeit für Fragen. Das ist so mal ganz grob mein Ablauf. Wenn ihr Fragen zwischendurch stellen wollt und die euch nicht merken wollt oder könnt, schreibt sie in den Chat, dann können wir vielleicht hinterher schauen, ob wir die im Rahmen des Chats beantworten können. Ja, so vielleicht mal vom Ablauf her des Ganzen. Wenn irgendwas unklar ist oder nicht verstanden wurde von euch, dann auch bitte kurz im Chat melden. Es kann durchaus sein, dass ich ein bisschen nuschel oder zu Anglizismen neige. Mein Problem ist, dass ich aktuell immer auf zwei Kontinenten unterwegs bin und es mir manchmal schwerfällt, mich dann nur noch in der einen oder anderen Mutter- bzw. Halbmuttersprache vernünftig äußern zu können. Und insofern, wenn ich da irgendwelche Dinge von mir gebe, die ihr nicht versteht, dann meldet euch bitte, können wir sicherlich alles dann bei Bedarf klären. Ein paar Worte über mich. Ich bin einigen von in der Dehnung bekannt als Geschäftsführer der SIT in Deutschland. Wir machen seit 25 Jahren jetzt IBM und HCL Collaboration Software, hauptsächlich als ISV. Das gleiche mache ich in Kanada mit einer Firma, Harbor Light Software Development. Aktuell bin ich jetzt in meinem fünften Jahr als Full Stack JavaScript Web Developer tätig. Insofern bin ich auch kein OAuth 2 Spezialist, sondern ich bin ein Entwickler, der das Zeugs anwenden muss, darf, soll und kann. Ich bin also in der Richtung auch hier Autodidakt. Insofern sehe man mir manche Ungenauigkeit nach, die sich vielleicht auch bei mir in einem Mangel von Kenntnis niederschlagen kann oder aus einem Mangel von Kenntnis heraus entstehen kann. Ansonsten bin ich, was meine Person angeht, IBM Champion dieses Jahr, HCL Master damit ebenfalls. Und das ist so eine zweite Funktion, die ich ganz gerne ausführe. Ich bin ein Kernteammitglied der Cross-Canada Collaboration User Group C3UG. Wir machen hauptsächlich virtuelle Inhalte, da unsere User Groups sehr geografisch verteilt ist, in einem sehr großen Land in Kanada und wir da wenig bis gar keine persönlichen Treffen sinnvoll zustande bringen. Darum konzentrieren wir uns momentan sehr stark auf das Thema Videos, YouTube-Kanal und solche Themen und machen dort eben auch die Aufbereitung von technischen und produktspezifischen Themen rund um das Thema HCL und Collaboration Solutions. Aber auch andere Dinge, Box gehört dazu und ein paar andere kollaborative Tools sind ebenfalls in der User Group engagiert. Wir sind also nicht nur HCL, sondern wir machen auch ein bisschen was anderes. Aber der große Teil dessen, sagen wir 90%, sind schon die HCL-Tools. Okay, soweit mal ganz kurz zu meiner Funktion oder zu meiner Person und zu dem, was so mein Rahmen ist. Über was sprechen wir heute? Es geht heute um Authentifizierung von Webanwendungen gegenüber einem Ressourcenserver, also irgendeinem Server, der uns Dienste bereitstellt und das aber nur authentifiziert macht. Viele, die aus der X-Pages-Ecke kommen und in der X-Pages-Ecke unterwegs sind, kennen das leidige Thema SSO mit Domino, das Thema LTPA und diese ganzen Dinge, die da hinten mit dranhängen. Das war für mich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, der spannendste Teil der Domino 10-Ankündigungen, auch unter der Weiterentwicklung jetzt mit der HCL, dass wir endlich einen vollwertigen OAuth 2-Provider bekommen, mit dem wir Zugriff zum einen für Node-basierte Anwendungen auf Domino-Daten bekommen, das heißt also Node.js basiert über Domino DB,
Teil des AppDevPacks, aber auch auf so Dinge wie Domino Access Services und andere HTTP serverbasierte APIs im Prinzip über den OAuth Task bekommen. Diese Art und Weise ändert jetzt auch die Art und Weise, wie wir Applikationen bauen. Warum wollen wir OAuth verwenden? Zum einen wollen wir irgendwann mal dahin kommen, denke ich mal, dass wir in Anwendungen keine IDs und Passworte mehr abfragen müssen. Das heißt, Login-Dialoge sollen ausfallen. Ich möchte auch selber keine Login-Dialoge mehr schreiben in meiner Anwendung. Ich möchte auch vor allem keine wie auch immer gearteten Credentials innerhalb meiner Anwendung verarbeiten, also direkte Benutzerkennungen und direkte Benutzerauthentifizierungen mit Passworten. So, mit was wir hantieren wollen in Zukunft, sind im Prinzip Tokens, das heißt, das sind wie so eine Art Passierscheine, die bestimmte Berechtigungen vergeben. Das heißt, unsere Anwendung erfragt im Idealfall von einem Anwender eine Berechtigung, um bei einem Resource-Server bestimmte Aktionen durchführen zu können. Der Anwender meldet sich dazu über einen Authentifizierungsservice an, genehmigt diesen Zugriff und dann bekommt die Anwendung mehr oder weniger einen Passierschein, der eine gewisse Gültigkeit hat. Und mit diesem Passierschein darf die Anwendung diese Aktionen durchführen. Wenn der Passierschein abgelaufen ist, kommt die Anwendung nicht mehr rein und muss sich entweder einen neuen Passierschein besorgen oder den bestehenden verlängern lassen sozusagen. Das sind so mal ganz grob die Abläufe, die wir hier haben. Das gleiche gilt für Single Sign-On. Das heißt, wenn ich mehrere Ressourcen habe auf diesem Server und andere Zugriffe brauche, kann ich das unter Umständen, wenn ich es darf, auch mit dem gleichen Passierschein tun. Ich muss also nicht mehr für jede Notes-Applikation oder sowas eine eigene Authentifizierung haben, sondern ich kann im Prinzip das Ganze auch als Single Sign-On-Mechanismus für Applikationen verwenden. Wir wollen das Thema LTPA eigentlich verbergen und damit auch mal in den Bereich der Webanwendungen State- und Sessionless werden. Das heißt, dieses ganze Thema HTTP-Sessions interessiert uns dann am Rand nur noch, gegebenenfalls nur noch peripher, je nachdem, was wir dann für ein Szenario haben. Aber wir sind nicht mehr vom Login darauf angewiesen, dass irgendwelche Sessions ablaufen oder irgendwelche andere Dinge, sondern unsere Applikation hat das selber in der Hand, indem sie gucken kann, wie lange ist denn mein aktueller Passierschein für meine Anwendung gültig. Und wenn ich merke, der läuft ab, dann muss ich eben einen neuen erfragen beim Authentifizierungsservice. Aber unsere Anwendung selber arbeitet nicht mehr mit User-ID und Kennworten direkt, sondern nur noch mit entsprechenden Zertifikaten oder Tokens. Das ist mal die Zielrichtung, was wir mit dieser Lösung erreichen wollen. Jetzt habe ich schon ein paar Begriffe mit eingeführt an verschiedenen Stellen und es gibt ein paar Grundbegriffe in diesem OAuth-Geschäft, die man einmal gehört haben muss oder einmal gehört haben sollte, weil sie immer wieder kommen und auch in den Dokumentationen auftauchen. Deswegen möchte ich sie hier mal erwähnen in dem Bereich, einfach mal chronologisch. Wir haben das Thema Resource Owner. Ein Resource Owner ist ein Anwender, Benutzer, der Rechte auf eine bestimmte Ressource, also einen bestimmten Service, einen bestimmten Dienst, eine bestimmte Aktion hat und diese vergeben kann. Ein Client, gibt es verschiedene Definitionen dafür. Ein Client kann zum einen unsere Client-Applikation sein, die über OAuth entsprechende Berechtigungen beantragt und dann Zugriffe auf entsprechende Ressourcen haben möchte. Kann aber auch ein sogenannter OAuth-Client sein. Das ist ein Stück Software, was uns diese ganzen Aushandlungen dieser Berechtigungsscheine mit OAuth und dem Autorisierungsserver abnimmt. Der Authorization-Server selber ist im Prinzip die Management-Komponente, die anhand von Anwendungsdefinitionen und Berechtigungen, die man dort einstellt, die entsprechenden Passierscheine mehr oder weniger ausstellt. Ein Identity Provider wiederum ist etwas, der mit dem Autorisierungsserver, dem Authorization Server zusammenspielt. Das ist in der Regel ein LDAP-Server, gegen den sich ein Benutzer authentifiziert. Das heißt, dort wird zum Beispiel User-ID und Passwort tatsächlich gehalten und gegen einen solchen LDAP-Authentifizierung wird dann sichergestellt, ja, der User, wenn er sich irgendwo in einem OAuth-Authentifizierungsprozess anmeldet, ist ein valider Benutzer. In unserem Fall sehen wir dann, was das sein kann. Ein Resource-Server ist dann eine Applikation, die zum Beispiel ein API bereitstellt oder auch ein Domino-DB-Schnittstelle, die unsere Tokens, unsere Passierscheine verarbeitet und dann Daten verarbeitet, Informationen bereitstellt, was auch immer. Diese Passierscheine gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt zum einen sogenannte Access-Tokens, das sind Berechtigungsscheine, das heißt, mit denen kann ich dann tatsächlich
an Domino.db gehen und sagen, bitte, hier macht ihr die Aktion auf der Nutzdatenbank, hier ist das entsprechende Zugriffstoken, damit du weißt, wer ich bin. Wie gesagt, wenn diese Passierscheine in Form von Access-Tokens irgendwann mal ablaufen, gibt es sogenannte Refresh-Tokens. Diese Refresh-Tokens sind praktisch ein Bezugsschein oder ein Berechtigungsschein, um eine Verlängerung für den Zugriff zu bekommen. Das heißt, auch dann trete ich als Applikation wieder mit dem Authentifizierungsserver ins Gespräch und sage, hey, ich habe hier einen abgelaufenen Zugriffstoken, den möchte ich bitte verlängert haben oder ich möchte einen neuen haben, der wieder gültig ist. Und hier habe ich ein gültiges Refresh-Token. Bitte gib mir eine neue Zugriffsmöglichkeit. Und dann wird ein neues Access-Token ausgestellt vom Authentifizierungsserver und der Anwendung zur Verfügung gestellt. Kurze Frage von Bernd. Auf der Think 2018 wurde die NPM-Install-Geschichte angekündigt. An der wird nach wie vor gearbeitet. Ich habe von Dan Dumont gehört, der das Thema in den HCL-Labs mit verantwortet, dass im Rahmen der Arbeiten, die aktuell gemacht werden, um das AppDevPack als Open Source freizugeben, dann wird auch geguckt, wie man es schafft, das Domino.db als NPM-Install-Modul oder Domino.db-Modul tatsächlich auch über NPM installierbar zu machen. Das hat aber im Moment wohl noch lizenzrechtliche Gründe, so wie ich das verstanden habe. Zumindest auch lizenzrechtliche Gründe. Ich weiß auch nicht, ob noch andere Gründe dagegen sprechen, aber sind auch noch lizenzrechtliche Gründe. Aber sie arbeiten dran, ist nicht vom Tisch, sondern soll kommen. Es ist noch nicht genau klar, wann. Okay, gut, das so jetzt zur Zwischenfrage. So, das haben wir jetzt mal unser Szenario, was wir hier sehen. Wir haben also unsere Webanwendung. Die Webanwendung möchte auf ein REST-API auf unserem Ressourcenserver zugreifen, braucht dazu ein Access-Token und fragt darum über OAuth 2 beim Authorization-Server nach. Der Authorization-Server authentifiziert den Zugriff über seinen konfigurierten Identity-Provider. Die Applikation bekommt ihre Tokens und kann arbeiten. Soweit mal die Theorie. Gleichzeitig kann der Ressourcenserver, wenn er ein Token bekommt, oder muss er das? Das muss er sogar bei jedem OAuth-Zugriff an der Stelle tun. Überprüft er die Tokens. Das heißt, er kann beim Authorization-Server anfragen und sagen, hey, ich habe ein Token bekommen. Ist das Token A noch gültig und B, wer ist das? Sodass ich im Prinzip dort auch bekomme und auch welche Berechtigungen hat der Anwender bekommen, abgenickt bekommen von dir. Das sind die sogenannten Scopes, da kommen wir nachher drauf. Das heißt, ich habe hier auch eine Art Berechtigungssteuerung, die ich dann im Ressourcenserver abprüfen kann, um zu sagen, okay, die angeforderte Aktion, meinetwegen ein Insert in eine Datenbank, darf der User das machen, ja oder nein? Und wenn das im Rahmen des Scopes nicht definiert oder nicht erlaubt ist, kann ich das rein theoretisch an der Stelle unterbinden und der Ressourcenserver sagt, schön, dass du ein Token hast, aber mit deinen Berechtigungen reicht es nicht. Welche Bausteine aus diesem ganzen Konstrukt liefert uns jetzt HCL aus? Zum einen natürlich den Authorization Server, das ist der IAM, Identity Access Manager. Das ist eine eigene Serverkomponente im Rahmen des AppDevPacks, die Zugriffsmöglichkeiten für einen OAuth 2 Client. Das heißt, dort ist ein Client-Paket drin für Node.js, der einem die Basiskodierung und Basiskonfiguration und den Grundcode für diesen ganzen OAuth-Ablauf ein bisschen vereinfacht. Den Resource-Server mit dem Proton-Task, Domino und dem AppDevPack zusammen und natürlich auch einen Identity-Provider über den Domino LDAP liefert HCL im Prinzip auch mit aus. Um das gleich auch noch abzuschließen, den Identity-Provider werden im Moment vom AppDevPack 2 unterstützt, Domino LDAP oder Active Directory. Also ich habe auch hier die Wahl an der Stelle. Was ist der IAM Service, also dieser Identity and Access Management Service? Das ist eine separate, auf Node.js basierte Serverkomponente, die den gesamten OAuth-Authentifizierungsablauf übernimmt. Wichtig an der Stelle ist auch, ich kann den OAuth-Server, den IAM, auch für Applikationen verwenden, die nicht in Domino sind. Das heißt, das ist ein Standard OAuth 2 Applikationsserver. Das Einzige, wo er sich im Moment noch nicht wirklich kann, ist eigene Scopes da drin definieren, kommen wir auch später nochmal drauf, aber ich kann ihn zum Beispiel für die Authentifizierung als unabhängige Instanz von Domino ebenso verwenden.
Genauso habe ich natürlich die Möglichkeit, das über erst zunächst mal primär gedacht für die Node.js-Komponenten oder für Zugriffe auf Domino Access Services. Aber ich kann natürlich auch über die Standard OAuth-Authentifizierungsserver APIs unterstützt, also REST-APIs unterstützt, kann ich auch von .NET oder Java mit entsprechenden Bibliotheken auf den IAM-Service zugreifen und entsprechende tokenbasierte Zugriffe dann auf Domino-basierte Daten machen. Es gibt ein paar Komponenten da drin. Der Node.js, der IAM-Service, wie gesagt, ist der Node.js-basierende Serverkomponente. Es gibt dann auf der Domino-Seite eine DSAPI-Extension für OAuth. Das ist ein Plugin-Modul für den HTTP-Task, um Zugriffe auf Domino-basierte REST-APIs zu erlauben. Das heißt, also HTTP-Server-basierte REST-APIs, im Fall Domino Access Services, wie sie sich nennen, und auch so Dinge wie alle Web-Services rund um Kalender und Free and Busy Time. Dann liefert der IAM-Service, wie gesagt, einen für Node.js einen IAM-Client aus. Das ist dieses Client-Modul, um eben diesen OAuth-Tanz, den man so gerne beschreibt, ein bisschen zu vereinfachen. Warum das Tanz ist, schauen wir uns gleich noch an. Und wie gesagt, er bietet dann darüber hinaus, bietet der Service REST-Interfaces an, mit denen man mit beliebigen anderen Clients, also auch mit anderen Node.js-basierten Authentifizierungs-Clients wie Passport oder ähnlichen Dingen, auf den IAM zugreifen kann, um diese entsprechenden OAuth-Authentifizierungen vornehmen zu können. Also man ist hier nicht nur auf die HCL-Komponenten angewiesen, sondern kann auch alles, was OAuth-Standard ist, in Anführungszeichen verwenden. Es gibt zwei Szenarien für Domino, in denen der IAM momentan konfiguriert und eingesetzt werden kann. Das eine ist, das habe ich aus der Dokumentation schamlos übernommen, das ist der Zugriff einer Node.js-basierten Middleware-Applikation, also einer Server-basierten Komponente über DominoDB und den Proton-Task auf Nodes-Datenbanken und die Authentifizierung über den IAM-Server. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über gRPC entsprechende DominoDB-Calls abzusetzen und davor im Prinzip in meiner Applikation das Thema Authentifizierung abzuhandeln. Neu in Version 1.0.2 ist jetzt die Möglichkeit, dass ich neben einem generellen oder einen anwendungsspezifischen technischen User auch eben eine sogenannte Act-as-User-Funktion habe, sprich es gibt eine Mapping-Möglichkeit, dass ich bei der IAM-Authentifizierung mich als Benutzer anmelde, ein entsprechendes Access-Token gerechnet wird und der Proton-Task wiederum über einen Rückgriff auf den IAM-Server ermitteln kann, über eine sogenannte Introspection dieses Tokens, welcher Benutzer verbirgt sich da dahinter und dann die Aktionen auf der Datenbank im Namen des jeweiligen Benutzers ausführt und das heißt auch im aktuellen ACL-Kontext der jeweiligen Nodes-Datenbank. Das ist ein ganz großer Schritt gewesen. Ich denke, da haben viele in der Nodes-Entwicklungsecke darauf gewartet, dass diese Funktion kam. Die ist jetzt da und funktioniert auch. Schauen wir uns nachher in der Demo auch an, wie das im Einzelnen aussieht. Das zweite Szenario hatte ich auch schon erwähnt. Es gibt die Möglichkeit, über auf Domino-Daten auch über den HTTP-Task zuzugreifen. Und dort über darüber basierte REST-APIs, also zum Beispiel Domino Access Services zuzugreifen, ist im Prinzip ein ähnlicher Weg. Dort übernimmt die Funktion dieses Auflösens des Benutzers, DSAPI-Extension, das heißt dieses Plugin in den Domino-HTTP-Task, der im Prinzip die Verbindungen auch wieder zum Access Manager zurückmacht, um aufzulösen, welcher Benutzer ist jetzt aktuell der angemeldete Benutzer und die Aktionen dann im Namen dieses Benutzers auszuführen. Aber auch hier kann ich jedes. Die OAuth-DSAPI-Extension ist Teil des AppDevPacks. Die ist also im Paket mit drin, die ist ein bisschen versteckt. Die Doku stimmt gar nicht mehr ganz, die online ist. Das Ganze ist in das IAM-Client-Paket reingewandert. Also gibt es ein IAM-Client-Paket innerhalb des AppDevPacks und da drin findet sich auch diese DSAPI-Extension. Ist aber mit dem AppDevPack drin, nur nicht an der Stelle, wo sie in der Doku steht. Also das ist eine kleine Ungenauigkeit an der Stelle. Okay. Weitere Nomenklaturen im Rahmen von OAuth. Es gibt in OAuth sogenannte Grant Types. Ein Grant Type bestimmt, kann man mal einfach übersetzen,
mit wie komme ich denn an einen Access Token und welche Berechtigungen habe ich mit dem Access Token. Es gibt generell drei Typen von diesen Möglichkeiten, an einen Access Token zu kommen. Das sind auch alle drei gehören zum Standard von OAuth und auch IAM unterstützt alle drei dieser Standards. Authorization Code Ablauf, der Client Credential Ablauf und das sogenannte Implicit Ablauf. Bei den anderen OAuth Implementierungen heißt es Password Grant. Also alle diese drei verschiedenen Wege unterstützt der IAM an der Stelle. Was das jetzt im Einzelnen ist, schauen wir uns am besten mal im Durchlauf an, um zu sehen, wofür werden diese einzelnen Zugriffsmöglichkeiten oder diese einzelnen Wege, um an einen Access-Token zu kommen, verwendet und was brauche ich wann? Das ist immer so die große Frage, was verwende ich denn an welcher Stelle? Den kompliziertesten, das ist auch der diesen berühmten OAuth-Dance ausgelöst hat, also diesen Begriff OAuth-Dance geprägt hat, ist Authorization Code. Den lasse ich jetzt einfach mal auf der Folie so stehen. Den gucken wir uns später nochmal genauer an, weil das der Teil ist, den wir in der Demo verwenden. Sieht ein bisschen kompliziert aus, ist es auch ein bisschen, und das ist auch das, was OAuth lange Zeit immer sehr kompliziert gemacht hat, ist aber etwas, was uns das IAM-Client-Paket und auch viele andere Module, zum Beispiel in Node, auch etwas vereinfachen. Aber den Ablauf schauen wir uns nachher nochmal an. Wir gucken mal auf die anderen beiden. Der Grant Type Implicit ist ein sogenannter Password Grant. Password Grant heißt, ich tausche User-ID und Passwort aus der Applikation direkt gegen einen Access-Token. Das heißt, meine Anwendung generiert User-ID und Kennwort und übergibt sie an den IAM-Server. Der gibt sie wiederum an den IDP und wenn das alles passt, liefert er mir einen Access-Token zurück. Das ist eigentlich genau der Fall, wie wir ihn seither kennen. Wenn wir uns direkt am HTTP-DAS zum Beispiel anmelden, das heißt aber auch, unsere Applikation muss dann wiederum mit Credentials direkt hantieren. Und das ist etwas, was wir eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr machen wollen. Das heißt, dieser Fall sollte eigentlich möglichst selten verwendet werden, am besten gar nicht. Es gibt sicherlich Fälle, wo es notwendig ist und unterstützt wird. Es ist auch Teil der OAuth-Spezifikation, deswegen wird er auch hier mit unterstützt. Aber an und für sich sollte man das nicht tun. Ganz wichtig zu wissen, auch da zeigt sich, dass man dieses Teil nicht unbedingt verwenden sollte. Mit diesem Grant-Type bekomme ich kein Act-as-User-Unterstützung für Domino. Das heißt, für Domino.db mit einem solchen Access-Token kann ich nur mit den Berechtigungen des technischen Users arbeiten. Ich bekomme dort keine Personalisierung hin. Personalisierung des Benutzers mit dieser Act-as-User-Funktionalität bekomme ich nur über den Authorization Codeflow, und den schauen wir uns, wie gesagt, später an. Alle anderen unterstützen den so nicht. Also das ist so das Teil, was man am besten gar nicht verwendet oder wenig verwenden sollte, es sei denn, es gibt irgendwelche ganz spezifischen Gründe, warum man das unbedingt braucht. Client Credential wiederum ist eher die serverseitige Kopplung, das heißt, eine Anwendung erbittet für Ressourcenzugriff, zum Beispiel über Domino Access Services, ein Token, um mit ihrer eigenen Kennung mehr oder weniger Abfragen machen zu können. Das heißt, hier ist kein direkter User-Zugriff gefragt, sondern das sind technische IDs, die Zugriffe auf bestimmte Ressourcen benötigen und die auch dann entsprechend selber hinterfragen. Da kommt auch keine Login-Seite oder sowas, sondern das sind reine Zugriffsberechtigungen, die auf Applikationsseite, auf reiner Code-Seite passieren. Da ist keine User-Integration dabei und ich bekomme auch nur die Credentials eines technischen Users. Ich kann also auch hier keinen personalisierten Zugriff machen auf einen bestimmten Benutzer, der sich anmelden muss, natürlich in dem Bereich. In vielen Fällen, wenn ich mit Node.js arbeite und Domino.db arbeite, brauche ich diese Art des Zugangs eigentlich nicht, es sei denn, ich habe zum Beispiel ein Node.js-basiertes REST-API und meine Client-Applikation, meinetwegen eine React-Frontend-Applikation oder sowas, möchte sich am API authentifizieren, dann kann ich das zum Beispiel über Client-Credentials machen. Ich sage, ich möchte die Anwendung über ein Client-Credential authentifizieren, sodass nicht jeder, der auf meinen REST-API, auf meinen öffentlichen REST-API-Endpunkt aufschlägt, direkt meine API verwenden kann, sondern zumindest mal einen Client Credential und einen Client Secret braucht, um auf diese Endpunkte zugreifen zu können. Also dafür
verwende ich das aktuell an manchen Stellen, wenn ich zum Beispiel öffentliche Webanwendungen habe, die an bestimmten Stellen Zugriffe ins Backend machen müssen, aber das rein mit der technischen ID, dann kann man eben diese API-Zugriffe von einer, zum Beispiel einer React-Anwendung auf ein REST-API mit einem kleinen Credential-Zugriff so weit absichern, dass das API nicht reagiert, wenn es zum Beispiel kein Token oder ein falsches Token bekommt oder ein nicht gültiges Token bekommt. Das könnte zum Beispiel ein solcher Use Case sein für diesen Fall. Wir reden immer über Berechtigungen und Berechtigungssteuerung, und OAuth führt eine Art eigene Berechtigungssteuerung ein. Das heißt, es gibt in Zukunft nicht mehr nur die ACL, nach der sich der Zugriff zu richten hat, sondern auch nach den entsprechenden Berechtigungen, die wir in OAuth 2 vergeben. Im Moment in dem IAM-Service für 1.02 sind die Scopes noch relativ limitiert. Es gibt eine ganze Reihe, ich habe die mal aufgelistet hier, Basic Information, das heißt, ich kann zum Beispiel übers LDAP die Basisinformationen des angemeldeten Users abrufen. Einen sogenannten Offline-Access kann ich mir dort erlauben, das heißt, speziell, wenn ich mir so eine React-Native-Anwendung auf dem Telefon vorstelle, die ab und zu mal Daten synchronisieren will, ohne dass der User jetzt jemals online sein muss, oder vielleicht auch in einem Modus, wo sie einfach mal nur mal temporär ans Netz kann und dann Daten runterladen und synchronisieren muss. Das ist ein solcher Scope, dann Zugriff auf die freie Zeitsuche oder auch die Kalenderzugriffe und eben auch der Domino Database Access via Domino DB ist ein solcher Scope, also eine Berechtigung, die ich vergeben kann. Diese Bereichscopes kann ich für jede Applikation im IAM-Server einzeln einstellen. Wir schauen uns nachher gleich mal im Code selber an oder auf der Definitionsseite direkt an, wie sowas dann aussieht und wie man diese Scopes definiert und wie man so eine Anwendung definiert. Ich brauche im IAM-Server für jede Anwendung eine Definition, eine Berechtigungsdefinition, mindestens eine Berechtigungsdefinition, die ich dann wiederum von meiner Applikation her anfragen kann, sodass der IAM-Service weiß, okay, wenn derjenige mit der Applikation zugreifen möchte, dann fragt er die Berechtigungen an, die ich dann beim Benutzer abfrage, ob der Resource-Owner mir das erlaubt, dass ich diese Aktion durchführen darf als Anwendung. Am besten, vielleicht schauen wir uns das mal ganz im Rahmen einer Demo an. Ich habe mal die Demo knapp gehalten, sodass man es hoffentlich verfolgen kann. Wir machen einen Authorization Code Request, das heißt diesen berühmten großen OAuth Dance. Warum der so groß ist, schauen wir uns auch gleich an. Das heißt, wir machen eine Authentifizierung von unserer Anwendung am IAM-Service. Wir bekommen dann einen sogenannten Authorization Code geschickt vom IAM-Service. Diesen benutzen wir, um unsere Zugriffstokens zu bekommen, diese Access-Tokens. Die Access-Tokens verwenden wir in DominoDB, um eine Transaktion durchzuführen. DominoDB, also Proton auf der Domino-Server-Seite, wird die Tokens prüfen und schauen, ob wir berechtigt sind, diese Aktion durchzuführen und auch prüfen, welcher User hinter unserer Anmeldung steckt. Und dann wird da im Prinzip die Dinge, die ich dort reingenommen habe, nämlich das Anlegen neuer Dokumente in der Nodes-Datenbank mit der entsprechenden User-ID des angemeldeten Benutzers durchführen. Das Ganze wird durchgeführt durch diese von dem AppDevPack enthaltene Client-Library, die dort mit drin ist und auch die Autorisierung führt das AppDevPack entsprechend für uns durch. Ich gehe jetzt mal aus der Präsentation raus und dann schauen wir uns, denke ich, einfach mal kurz an, wie die Applikation selber aussieht. Ich muss bloß mal gerade gucken, ob mein IAM-Service läuft. Okay, das läuft alles. Dann gehe ich mal rüber in den Browser. Das hier ist die Oberfläche des IAM-Servers in der Konfiguration. Ich habe jetzt momentan eine Applikation, die läuft bei mir lokal auf dem Port 3002. Ich muss mal beachten, machen wir es ein bisschen größer. Was man da sehen kann. Wie gesagt, der Ablauf, der jetzt hinter der Authentifizierung steht, den schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Aber ich rufe jetzt mal die Applikation ab. Da ich eine selbst zertifizierte Applikation habe, kommen hier Security-Meldungen von den SSL-Zertifikaten. Das kann ich jetzt für meinen Fall für die Demo mal weglassen. Im späteren Leben hat man dann da hoffentlich normale, vollständig getrustete Zertifikate, sodass man da keine Fehlermeldungen vom Browser bekommt.
hier werde ich jetzt umgeleitet und dieses Sign-In hier, dieses Sign-In-Formular kommt nicht von meiner Applikation, wie man hier oben sieht, sondern kommt von einem anderen Server. Das ist der IAM-Server selber, die Authentifizierung am IAM-Server selber. Und hier kann ich mich jetzt authentifizieren. In dem Fall habe ich jetzt konfiguriert, dass ich meine E-Mail-Adresse verwende. Man kann da aber auch andere Dinge hinterlegen als Authentifizierungsmerkmal, Shortname oder was man dann da im Einzelnen möchte. Das macht man im Rahmen der Konfiguration des IAM-Services, was man dann dort hinterlegen will. So, und hier drüben steht auch, welche Applikation habe ich, mit welcher Applikation möchte ich Zugriffe haben und welche Informationen möchte ich haben. Ich möchte Notsoperationen durchführen, ich möchte auf die freie Zeit zugreifen und ich möchte Basisinformationen, wie meine ID und Namen und so weiter weitergeben. Wenn ich das autorisiere, sage ich okay, authorize it. Und dann sieht man, das ist jetzt von dem Beispielcode, da kommen jetzt im Prinzip die gesamten Token-Definitionen zurück, die rausgekommen sind. Und interessant ist die sogenannte Introspection Result, das ist das, was Proton ermittelt hat, mehr oder weniger. In dem Sinne, wer ich bin, das heißt, das ist meine Nodes-ID, mit der ich hier unterwegs bin. Und meine E-Mail entsprechend, sodass ich sagen kann, der User konnte ermittelt werden und im Rahmen dessen ist auch diese Geschichte passiert. Was in der Applikation selber passiert ist, sieht man hier in dem Fensterchen hier. Und da kommt eine kleine Aktion rein, die heißt Documents Created. Das heißt, ich habe in meinem Code gesagt, ich möchte am Ende, wenn diese Anmeldung durch ist, zwei neue Dokumente in meiner Notes-Datenbank angelegt haben. Das ist diese Datenbank hier. Und wenn ich jetzt mal hier Refresh mache, dann sieht man, es wurden zwei neue sogenannte Contact-Formulare angelegt. Und wenn ich mir die in den Eigenschaften anschaue, dann ist das Updated By-Feld kein technischer User, sondern der User, mit dem ich angemeldet bin. Das heißt, hier hat es der Zugriff tatsächlich geklappt, dass ich mich über den IAM-Service angemeldet habe und über das Access-Token der Durchlauf zum Domino geklappt hat, der Domino ermitteln konnte, okay, im Rahmen des Access-Tokens, das ist der und der Benutzer und im Rahmen dieses Benutzers führe ich diese Aktionen, in dem Fall das Anlegen dieser beiden Dokumente durch. Um das zu tun, muss ich in der Datenbank Application Access Control in der Einstellung eine Sache hinzufügen. Und zwar gibt es eine neue Rolle, die heißt underscore act as user. Und der technische User, mit dem Proton auf diese Datenbank zugreift, muss diese Rolle haben. Also die anderen Benutzer, die da noch drauf Zugriff haben, sind im Prinzip egal. Mit dieser technischen User-ID greift der Proton-Task auf die Datenbank zu und wenn er diese Rolle hat, wird er versuchen, eine solche Introspection zu machen. Es kommen dann noch ein paar andere kleinere Konfigurationssachen auf der Domino-Seite dazu, die im Rahmen der Doku relativ gut beschrieben sind. Und dann klappt im Prinzip der Durchgriff mit diesem Act-as-User-Konglomerat. So, das mal ganz, ganz grob von dem, was wir hier gesehen haben. Was ist jetzt da im Einzelnen dahinter passiert? Zum einen, ja, vielleicht stellen wir das mal zurück. Was ist jetzt genau passiert? Wir haben unsere Anwendung, die läuft auf Localhost 3002, also bei mir als Node.js-Applikation auf meinem Mac hier. Die hat sich zuerst mal an den Authorization Server gewandt und hat gesagt, ich möchte mich authentifizieren. Der Authentifizierungsserver hat anhand der mitgegebenen Daten, nämlich Applikations-ID, Applikations-Secret-Kennung, also die Anwendung selber authentifizieren können. Und wir haben einen sogenannten Grant Type mitgegeben von Authorization Code. Das heißt, der Authorization Server weiß, er muss uns einen Redirect geben zu einem Login-Form. Das hat er gemacht. Wir haben uns angemeldet und dann kam vom Authorization Server zunächst einmal ein sogenannter Authorization Code zurück als Response an die Anwendung. In einem zweiten Schritt, das ist der sogenannte OAuth Dance. Das ist Schritt 1 im Prinzip in diesem OAuth Dance. Schritt 2 heißt, mit diesem Authorization Code, den sich der Authorization Server merkt, fragt die Anwendung in einer zweiten Anfrage, in eine zweite URL, nach den sogenannten Access Tokens an. Das ist ein Zwei-Faktor,
Aufruf sozusagen. Das heißt, wir schicken den erhaltenen Code, schicken wir an den Autorisierungsserver, der guckt nach, ist der Code noch gültig, der hat nur eine ganz kurze, begrenzte Lebenszeit. Das heißt, wenn ich den 2 Stunden rumliegen lasse, ist er abgelaufen und dann kann ich mit dem Code keine Zugriffstokens mehr bekommen. Muss also relativ schnell gehen. Das heißt, ich frage in der Applikation in einem zweiten Schritt an, unter der Authorization Server REST API/Token und bekomme dann meine Zugriffstokens geschickt. Mit diesen Zugriffstokens kann ich dann im Schritt 3 einen DominoDB-Call zum Beispiel für meine Applikation aus machen. Der Proton-Task nimmt das Access-Token auf, überprüft beim Authorization-Server, A, ist das ein gültiges Token und B, wenn ich so konfiguriert bin, dass ich diese Act-as-User-Konfiguration verwende, dann ermittle ich auch, welcher Benutzer steht dahinter und führe im Namen diesen Benutzers die Aktionen in der Datenbank aus. Das ist im Prinzip das, was im Ablauf von der Demo passiert ist. Ich gehe mal nochmal 2, 3 Slides zurück, weil da noch ein paar Sachen drin sind, die wir uns vielleicht auch nochmal anschauen können. Es stellt sich immer die Frage, was muss ich denn alles konfigurieren? Das sind so viele lose Enden, die damit rumspielen. Und wo ist denn was konfiguriert, damit dieser Zugriff eigentlich funktioniert? Es gibt zunächst mal eine Brücke zwischen dem IAM-Server und dem Proton-Task auf dem jeweiligen Domino-Server. Das ist das sogenannte Resource-Provider, eine Resource-Provider-Definition. Diese Resource-Provider-Definition auf der IAM-Seite definiert zum einen, okay, das ist der Domino-Server, mit dem ich sprechen will. Ja, dieser Domino-Server darf mit mir sprechen, so muss man das eigentlich sagen. Das ist eine spezielle Art der Anwendungskonfiguration, das heißt, da wird auch, wir können uns das mal anschauen kurz, wie diese Definition aussieht. Hier meint das IAM-Admin-Interface und gehen auf die Resource-Provider-Definition. Okay, abgemeldet. Dann haben wir hier eine Definition, wo wir sagen, dieser Domino Resource Provider hat eine ID und ein sogenanntes Secret. Das heißt, das sind im Prinzip die Zugriffsberechtigungen für unseren Proton-Task auf dem Domino-Server, um auf den IAM-Server zuzugreifen. Im Rahmen der Konfiguration, die wir machen, um diese ganze Sache einzurichten, wird auch auf der Domino-Seite werden diese Client-ID und das Client-Secret in den Proton-Task mit hinterlegt und auch die URL, wo sich der IAM-Server befindet, also die Zugriffs-URL für den IAM-Server. Das heißt, so weiß Proton, wenn ich jetzt einen Token bekomme, wo kann ich nachfragen? Und gleichzeitig weiß IAM, okay, wenn ein Proton-Task mit den Kennungen kommt, der darf. Das ist die Definition für einen solchen Zugriff zwischen dem IAM-Server und dem Domino-Proton-Task. Ebenfalls in der Definition für den IAM-Service selber wird der Identity-Provider hinterlegt. Das heißt, ich hinterlege den LDAP-Server und gebe dort auch an, mit welcher Bind-ID und mit welchen Suchkriterien wird innerhalb des Directories gesucht. Das heißt, die LDAP-Konfiguration wird ebenfalls im IAM-Server selber gemacht. Und es werden die Anwendungsdefinitionen dort hinterlegt. Das heißt, ich habe im Rahmen der IAM-Konfiguration auch wiederum die Definition für meine Node.js-Applikation auf der linken Seite, die dann den Zugriff auf den IAM-Service macht. In der Applikation selber, in meiner Node.js-Applikation auf der linken Seite unten, habe ich im Prinzip die Definition, wo finde ich denn den IAM-Server? Den muss ich ja auch irgendwo haben, also wo ist der Endpunkt, gegen den ich mich authentifiziere? Ich habe dort auch drin meine Definition für mein Client-ID und mein Client-Credential. Das heißt, dass ich dort im Prinzip die Definition von IAM-Service eintrage, die für meine Applikation spezifisch sind. Und natürlich habe ich auch eine Konfiguration wieder, wo finde ich denn meinen Proton-Task? Also wo ist mein Domino-Server mit dem Proton-Task? Das sind so die 3 Sachen, die ich da in der Anwendung definiere. Jetzt kommt die Frage, wie handhabt der IAM ungültige Token? Da kommt eine entsprechende Response zurück mit Token Invalid, auf die ich dann mit dem entsprechenden Code in meiner Anwendung reagieren kann. Das heißt, hier kommt im Payload zurück, wenn ich den IAM durchführe. Und für Proton heißt es einfach, für Proton kommen dann zum Beispiel, wenn ich einen Proton-Aufruf mache aus dem Node.js-Modul, kommt ein Unauthorized-Fehler zurück über Proton.
Okay, das ist mal ganz grob, was wird wo konfiguriert. Ich denke, jetzt schauen wir uns einfach mal kurz ein bisschen was vom Beispielcode an. Das machen wir aber am besten in Visual Studio. Vielleicht noch ganz kurz. Hier sind so die Applikationsdefinitionen. Wir haben die Applikation hatten wir gerade verwendet. Und ich sehe jetzt hier, auch die hat wieder eine entsprechende ID und ein Secret. Das brauche ich später. Das ist die aufrufende URL. Das heißt, das wird vom IAM-Server auch geprüft. Ist die aufrufende URL, die im Referrer, die hier angegeben wird. Und es wird eine entsprechende Callback-URL hinterlegt, mit der ich dann wieder rausgehe, wenn ich meinen Authorization oder wenn ich meinen Authorization-Code bekomme, wird diese Callback-URL aufgerufen. Gleichzeitig wird hier unten für Domino-Datenbank-Zugriffe die technische ID hinterlegt, mit der zugegriffen wird. Wie gesagt, das wird dann überschrieben, wenn ich diese Einstellungen für den oder wenn ich die Konfiguration für den Act-as-User vorgenommen habe. Das ist ein separater Konfigurationsschritt, in dem ich dann nochmal in Proton-Task entsprechende Definitionen mache, dass die Introspection eben nicht nur auf diese ID funktioniert, sondern auf die angemeldete ID im Access-Token. Scopes kann ich ebenfalls pro Applikation definieren. Hier habe ich jetzt genau die drei definiert, die wir auch vorhin gesehen haben, die ich abgenickt habe im Rahmen der Demo. Die Basisinformationen, Offline Access und Free Busy Time Access, plus eben den Datenbankzugriff auf Domino-Daten. Das sind die Dinge, die dort mit hinterlegt werden. Das hier ist noch die Konfiguration für den LDAP. Das ist hier mein LDAP-Server, meine Search-Base-DN. Das ist auch ganz wichtig für Domino im unkonfigurierten, ungeänderten LDAP. Sollten Sie in Ihren Zertifizierungen einen Country-Code mit drin haben, ist die Search-Base der Country-Code. Alles andere funktioniert so sonst nicht. Es sei denn, man hat das LDAP entsprechend konfiguriert und angepasst. Nur so als kleiner Tipp am Rande, die entsprechende Bind-DN und so weiter. Also, es ist im Prinzip die Rahmendefinition dessen, was man da hat. Dann schauen wir mal kurz in den Code. Das ist der Visual Studio Code. Das ist das Beispielprojekt für meine Anwendung. Diese Anwendung, die ich dort gebaut habe, basiert auf ist eine angepasste, ein angepasstes Beispiel, das in der vom AppDevPack mitkommt. Das ist das sogenannte, dieses wie in dem IAM-Client-Paket gibt es Beispielapplikationen, die sind auch in der Doku hinterlegt. Und das ist das Beispiel für den Authorization Codeflow, also für diesen großen OAuth Dance, der mir dann auch den Zugriff als im Namen eines anderen Benutzers erlaubt oder dieses Act-as-User Modeling erlaubt. Die basiert auf einem Applikationsserver, auf einem Webserver, Koa. Das ist im Prinzip was Ähnliches für Leute, die sich mit Node.js ein bisschen unterwegs sind, kennen Express. Koa ist ein Nachfolgeprodukt zu Express oder ein ähnliches Produkt wie Express, kann ein bisschen mehr, macht ein paar Dinge ein bisschen anders. Funktioniert aber im Prinzip relativ ähnlich. Ich definiere mir in meiner Applikation sogenannte Routen. Das ist das, was man in der URL dann sieht. Und die verbinde ich mit einzelnen Funktionen. Das heißt, hier zum Beispiel haben wir unsere Home-URL. Diese Router get home wird auf ein Modul auth umgeleitet. Genauso ist ein Slash auth in der Applikation. Und hinter auth versteckt sich eine Funktion. Wo haben wir sie jetzt? Das ist weiter oben. Das ist diese hier, diese Constant Auth, und die wiederum definiert mir jetzt zum Beispiel dann den Zugriff auf den IAM Client. Das heißt, hier wird zum Beispiel definiert, im Rahmen dieser Optionen definiere ich mir meine Scopes. Die Scopes kommen aus der Konfiguration, die schauen wir uns gleich an. Den Grant Type haben wir schon gehört, ist Authorization Code, der wird hier auch mit hinterlegt. Und mit diesem Stück Code wird eine IAM Client initialisiert. Das ist die Client Library, die da ebenfalls mitkommt im Rahmen des AppDevPacks. Und mit der entsprechenden Konfiguration dann initialisiert. Und was als letztes passiert ist hier unten passiert ein Redirect. Und dieser Redirect ist der erste, den wir gesehen haben, nämlich auf das Anmeldeformular des Autorisierungsservers. Das heißt, mit diesem Befehl sendet praktisch die Applikation den Redirect an den Browser und sagt, du musst dich erstmal anmelden, du bist Authorization Code. Das heißt, du musst dich mit deiner Benutzer-ID über die entsprechende Authorization URL anmelden. Wenn wir zurückkommen von diesem Aufruf, von dieser Autorisierung, landen wir auf Slash Callback. Das heißt, das ist diese Funktion, die dann aufgerufen wird. Das heißt, unser
Autorisierungsserver schickt uns am Ende, wenn die Autorisierung geklappt hat oder auch wenn sie nicht geklappt hat, einen Callback auf localhost3002/cb, also Callback in dem Fall. Diese Funktion wiederum handelt jetzt eigentlich das meiste ab dessen, was ich hier machen möchte. Zum einen übernimmt die Client-Bibliothek mit diesem Get-Token-Geschäft, mit diesem Get-Token-Aufruf, den zweiten Teil des OAuth Dances. Das heißt, ich übernehme den generierten Authentication-Code, der vom ersten Teil zurückkommt, gebe den wiederum zurück an den IAM-Server und sage, gib mir bitte die Access-Tokens dazu. Das ist dieser Aufruf. Und dann bekommen wir am Ende von diesem Aufruf bekommen wir unser Token-Set. Oder halt auch nicht natürlich, wenn wir aus welchen Gründen auch immer keine Berechtigung haben oder der User dieses Thema abgelehnt hat, dann fliegen wir hier mit dem Fehler raus an der Stelle, weil wir kein Token-Set haben. Das heißt, den müssen wir entsprechend abfangen in diesem Fall. Wenn wir auch ein Token-Set haben, können wir unser Access-Token uns rausziehen. Das finden wir dann in diesem Token-Set unter dem Objektnamen Access-Token. Und mit diesem Access-Token können wir dann unsere Datenbank befüttern. Das ist in dem Fall, haben wir hier unsere Definition für DominoDB. Das ist unsere Datenbank, die wir aufrufen wollen auf unserem Server. Das sind die Dokumente, die wir anlegen wollen. Das sind zwei Stück. Das sieht man hier die Definitionen für die Datenstrukturen für die Dokumente. Auch das ganz simpel gehalten. Und was ich dann noch mitgebe im Rahmen dieser Konfiguration für diese Create Options ist das Access Token. Und diese Verbindung hier macht mir dann die Brücke. Diese eine Zeile macht mir die Brücke von einem Zugriff via technischen User hin zu einem authentifizierten Benutzer. Lasse ich diese Zeile weg, werden die Dokumente versucht anzulegen mit der technischen User-ID, auch wenn ich den OAuth Dance gemacht habe. Dann wird auch die technische ID verwendet. Also das ist im Prinzip der springende Punkt, in der ich den Benutzer, den Benutzer Kontext mit übergebe. Ich bekomme dann zurück wenn alles geklappt hat, kriege ich mache ich hier unten, muss mal gerade mal gucken, wo passiert denn mein Callback, IDs, genau, da haben wir es doch, das ist im Prinzip der eigentliche Zugriff für DominoDB, das heißt, ich mache meinen Server auf, mache die Datenbank auf, mache einen Bulk Create Documents, einen API-Call, und kriege meine UNIDs zurück, die ich dann in der Konsole anzeige. Das ist im Prinzip der Teil, den wir dann auch gesehen haben im Rahmen der Demo. Und damit habe ich dann den Zugriff dann auch im Rahmen des Benutzerkontexts gemacht. Wie sehen jetzt diese Konfigurationen aus? Wir haben zwei Konfigurationen, wie ich gesagt habe. Wir haben zum einen mal die Konfiguration für unseren Proton-Server. Das ist die Standard-Proton-Server-Konfiguration. Das heißt, ich habe einen Hostname, einen Port, und habe Credentials, in dem Fall halt meine, da ich mit SSL arbeiten muss, wenn ich die IAM-Konfiguration habe, brauche ich diese entsprechenden Zertifikate. Ich habe das jetzt hier mit selbst signierten Zertifikaten gemacht. Das wird am Freitag noch umgestellt auf öffentliche, aber im Moment läuft das noch über selbst signierte Zertifikate. Das wäre im Prinzip die Konfiguration, wie ich von DominoDB auf den Domino-Server komme. Und dann habe ich noch die Konfiguration für den IAM-Server selber. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel die URL, der Endpunkt für meinen IAM-Server. Ich habe, da ich eine selbstzertifizierte Zulassungsstelle habe, muss ich die CA dort mitgeben, den Public Key dort mitgeben, sodass der IAM-Server, dass das im Prinzip mitgegeben werden kann mit der Anfrage an den IAM-Server, dass die Verifizierung vorgenommen werden kann. Client-ID und Client-Secret sind die beiden Parameter, die im Rahmen meiner Anwendungsdefinition hinterlegt worden sind. Also wenn ich jetzt auf meine Anwendung gehe und diesen OAuth-Test mir anschaue, dann sind das die beiden Bausteine, mit der ich das Mapping auf die Anwendung mache. Na, wo habe ich meinen Code? Da. Und dann habe ich meine Redirect-URI, die ich mitgebe. Weil auch die wird wieder entsprechend spezifiziert und die Scopes, die ich haben möchte. OpenID, Offline Access, das ist die Verklausulierung für den Proton-Zugriff und weitere Dinge, die dort mit dran sind. Und meine Client-Applikations-Port, weil auch den brauche ich dann im Rahmen der
Verifizierung hier wieder selber dort mit eingegeben. Das sind im Prinzip die Konfigurationen, wie ich meine Anwendung konfigurieren muss, meine Node.js-Anwendung konfigurieren muss, um diesen Zugriff zu machen. Und das ist im Großen und Ganzen soweit mal der Code und die Demo gewesen. Jetzt gehen wir mal hier kurz zurück. Beispielcode sind wir gerade durchgegangen. Das sind im Prinzip die ganzen Teile, haben wir auch gesehen. Den Callback, die Domino Calls mit den Access Tokens. So, und damit kommen wir eigentlich auch soweit fast schon zum Ende hin. Vielleicht noch ein paar Tipps von meiner Seite aus. Welches Coding habe ich oder welches Tooling habe ich verwendet für diese ganzen Demos? Was verwende ich für meine Applikationsentwicklung in dem Bereich? Da die üblichen Verdächtigen, nur Domino Designer, wobei man Designer eigentlich an der Stelle nicht braucht. Also den kann man eigentlich rausnehmen für dieses Teil. Das AppDevPack natürlich. Dann Node.js in einer Stable-Variante und Express verwende ich normalerweise als Applikationsserver. Code-Editing mit Visual Studio Code. Und dann so ein paar Tools, die wichtig sind, Postman, DevTools und so weiter. Für Bernd bezüglich der ACL, nein, die muss man nicht in Scopes neu abbilden. Das ist nicht notwendig. Da haben sie, denke ich, jetzt eine elegante Variation gefunden. Dadurch, dass ich diesen Benutzer oder dass ich diese Rolle habe, diese Active-User-Rolle, kann ich in der ACL im Prinzip die Berechtigungen so steuern, dass sie passen. Also da muss ich keine eigenen Scopes abbilden. Jein, also eine reine Implementierung als reine Client-Side-JavaScript-App nur begrenzt, weil ich aktuell für den Authorization-Code-Flow eigentlich eine Middleware brauche. Also irgendeine Serverkomponente noch brauche. Das ist in der reinen client-seitigen Sache so nicht wirklich unterstützt. Und dafür ist es eigentlich auch nicht gedacht. Das ist auch konzeptionell, so wie ich das jetzt auch von Dan Dimon verstanden habe und auch von John Curtis verstanden habe, ist das nicht die Callback-Geschichten. Ich kann natürlich lokales Routing zum Beispiel mit einer React-Komponente machen, aber da habe ich eben genau diese Hooks nicht, die ich brauche, um dann mich mit in diese Client-Libraries und andere Dinge mit einzuhängen. Deswegen brauche ich eigentlich immer diese Geschichten auf einer Middleware-Geschichte oder auf einer serverseitigen Implementierung. Ein paar Lessons learned vielleicht noch. Der SSL-Teil, das war für mich persönlich, weil ich mit SSL schon immer auf Kriegszustand, das mag auch an mir liegen, das, was für mich am kompliziertesten war, weil man einfach an vielen verschiedenen Stellen die SSL-Konfiguration machen muss. Ich habe also zum einen für Proton die SSL-Konfiguration, dann habe ich eine SSL-Konfiguration für den IAM-Server selber, dann habe ich eine SSL-Konfiguration vom IAM-Server zum Proton und ich habe gegebenenfalls noch SSL-Konfigurationen für meine Applikation, die ja auch noch SSL-Zertifikate braucht, weil man an vielen Stellen, um den IAM nutzen zu können, eben nicht mit lokalen HTTP-Ressourcen arbeiten kann, sondern immer eine HTTPS-Implementierung braucht, auch die Applikation braucht dann noch Zertifikate. Deswegen ist es ein bisschen umständlich und deswegen arbeiten wir im Moment auch mit der C3UG dran, das ganze Thema mal im Sinne eines Videoreihe für wie baue ich sowas aufzusetzen. Die Doku hat sich stark verbessert aus meiner Sicht vom ersten AppDevPack zu jetzt. Es sind noch nicht ganz alle rauen Ecken raus oder sowas, aber sie ist ein bisschen verteilt, das heißt, nicht alle Inhalte laufen wirklich sequenziell nacheinander ab, sondern man muss ein bisschen springen, aber es ist eigentlich alles Wesentliche drin. Die Grafiken über diese Szenarien, die ich auch mit reinkopiert habe in die Folien, finde ich, sind sehr wichtig, einfach um auch die Abläufe zu verstehen, wann wird welches SSL-Zertifikat von wem und warum aufgerufen. Wenn man es alles mal am Laufen hat, war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Performance begeistert, auch wenn man die Dokumentengrenzen, die einem zum Beispiel die Limits entsprechend hochsetzt für die Anzahl von Dokumenten, mit denen konkurrent gearbeitet wird. Wir haben mal einen Selenium-Test gefahren ich habe die Konfiguration mal reingeschrieben. Was man extrem merkt, ist im Verhältnis zum HTTP-Task, wie viel weniger Overhead der Proton-Task auf dem Domino-Server tatsächlich generiert.
Das ist so viel schneller und so viel, von der Bandbreite her so viel besser als alles, was wir bisher gesehen haben, dass ich wirklich überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, um externe Anbindungen zu machen. Das Active User Feature ist absolut wichtig, funktioniert auch in der Preview-Phase. Wir sind im Moment noch im Preview von diesem Feature, es ist also noch nicht final gebacken, soll erst in der nächsten Version dann final in die Welt einziehen. Aber es funktioniert auch in der Preview-Phase schon sehr gut, muss man sagen. Ich war wirklich angenehm überrascht, auch wie wenig Overhead es tatsächlich erzeugt im Code, weil der Ablauf mit der IAM-Client-Library ist relativ einfach. Ich arbeite momentan an einer Passport-Implementierung für das Thema, die ein bisschen aufwendiger geht, aber auch. Und das Handhaben dann innerhalb der reinen Aufrufe mit DominoDB ist verhältnismäßig simpel. Das heißt, man hat da eigentlich einen sehr schnellen und sehr schönen Weg. Was jetzt noch fehlt, aus meiner Sicht für DominoDB, ist das Thema Rich-Text und View-Komponenten. Und dann bin ich eigentlich happy, was diese Implementierung angeht. Für mich jetzt zumindest mal. Wie soll man sagen, um entsprechende Funktionalitäten bereitzustellen von extern, um auf entsprechende Domino-Daten zugreifen zu können aus der Node oder aus der React View Angular-Welt. Also das ist eine sehr schöne Geschichte und ich denke auch mit der OAuth-Implementierung, die ich nutzen kann, eben auch mit Java oder mit .NET, hat man jetzt eine universelle Authentifizierung und Single Sign-On-Feature versus dem alten Schrott, den die IBM da ausgeliefert hat. Da muss ich sagen, sehr interessant. Genau, eins habe ich vergessen, richtig, Bernd, vielen Dank für den Hinweis. Attachment Handling ist ebenfalls in 1.02 drin, deswegen fehlt euch eigentlich nur der Rich-Text. Also auch das Lesen und Schreiben von Attachments ist in 1.02 enthalten. Ich habe es jetzt nicht in der Demo drin, weil ich das im Rahmen der ganzen SSL hin und her Zertifizierung und der Produktivschätzerei noch nicht hingekriegt habe, aber das kommt dann demnächst in die Demo auch noch mit rein, so ein Attachment Schreiben und Lesen. Aber das ist auch mit drin, sodass wir eigentlich schon ganz gute Funktionalitäten haben. Ja, ein paar Ressourcen, wenn man mit dem Thema arbeitet, was kommt man nicht herum? So Themen wie Passwort für Authentifizierung ist eine tolle Library, die auch vor allem Endpunkte wie Connections parallel mit unterstützt. Das heißt, ich kann in einer Anwendung mit einer Authentifizierungsmittelware mehr oder weniger mich zum Beispiel gegen Connections und gegen Domino dann authentifizieren. Wenn ich ganz gut bin, kann ich vielleicht sogar beides mit dem gleichen Identity Manager irgendwann mal machen. Ein paar Dinge. OpenAPI Swagger, sobald ich eine Middleware bauen möchte, lohnt es sich auf jeden Fall zu bauen, das Thema Swagger sich anzuschauen. Oder jetzt OpenAPI ist eine sehr schöne deklarative Möglichkeit, sich REST-APIs zu definieren, um dann praktisch solche Middleware-Bau- oder serverseitigen Komponenten für entsprechende Bausteine zu machen und zu bauen und auch zu dokumentieren und aktuell zu halten. Darauf kommt es auch an. Also was kann man im Prinzip auch nochmal reinnehmen. Ansonsten ein paar weitere Ressourcen. Es gibt sehr viele interessante Sachen auf Udemy an Kursen in dem Bereich. Und wie gesagt, wir bei C3G arbeiten hart momentan dran. Wir sind schon einen großen Schritt weiter jetzt an der Videoserie für das Thema, um die gesamten Ablauf für Konfiguration und Implementierung des Codes dann auch mal irgendwo etwas detaillierter nacherleben zu können. Ein paar OpenNTF-Ressourcen noch. Und ich denke, das soll es mal gewesen sein. Wenn jetzt noch Fragen da sind, mache ich jetzt einfach mal das Ding vom Mute auf und gucke mir nochmal den Chat an, was wir sonst noch an Fragen haben. Was haben wir denn? Hallo, ich habe mal die Stummschaltung ausgeschaltet für Fragen. Jetzt kann ich auch noch mal eben lesen, aber ich hätte, wer noch dann Fragen hat. Also der einfachste Weg, wie man das AppDevPack nutzen kann, ist wirklich über die Doku des AppDevPacks zu gehen. Das sind zum einen sind Beispielapplikationen, Beispielcode drin. Und man kann es ja einfach starten. Also man muss diese gesamte Authentifizierungs- und IAM Aktivitäten muss man nicht von Anfang an haben. Wenn es erstmal darum geht, zum Beispiel zu sagen, ich möchte eine React-Applikation bauen mit einer Domino-Integration, dann kann man das aus meiner Sicht sehr, sehr schnell machen, indem man wirklich mal anfängt,
den Protontag zu definieren. Auch da ist mal vielleicht ganz ohne SSL, ohne alles, mal eine kleine Demo-Applikation dagegen laufen zu lassen. Das sollte man mit den Beispielen, die es gibt. Es gibt auch von uns, von der Engage, ein entsprechendes Beispielprojekt und auch ein entsprechendes Repo von der C3UG, in dem eine Beispielapplikation drin ist, die im Rahmen dieser Datenbank, mit Datenbank, alle diese Interaktionen macht. Aber wie gesagt, die Basissachen, wie binde ich mich an eine Datenbank an, wie mache ich die Aufrufe, findet sich eigentlich alles in der AppDevPack-Dokumentation. Was ich dort nicht finde, sind so ein paar Best Practices, ist, wie baue ich zum Beispiel jetzt ein REST-API als Serverkomponente in einer Node.js-Applikation und wie spreche ich dann diese Geschichten wiederum an aus einer React-Anwendung zum Beispiel. Da wiederum gibt es sehr, sehr gute Udemy-Kurse dafür, die kosten 10 Euro oder sowas. Das kann sich auch die kleinste Firma meines Erachtens nach leisten. Auch da ein paar Ressourcen habe ich beschrieben. In dem Fall zum Beispiel empfehle ich immer ganz gern, wenn es für React ist, aber das gilt auch für andere, gibt es einen Kurs von Stefan Greider auf Udemy React 2019, heißt der, glaube ich. Da ist alles drin, was man mit, zum Beispiel mit React und Anbindungen entsprechend machen kann, über REST-APIs, über Authentifizierung und sowas. Und es ist ein sehr, sehr gut aufbereiteter Kurs, mit dem man sehr gut einsteigen kann, um solche Grundlagensachen zu machen. Und dann ist eigentlich das Thema, wo binde ich Domino DB noch ein? Von Bernd noch die Frage, sollte die Middleware auch die REST-API für die Datenbank abfragen, der Client? Ja, macht Sinn, genau. Also so ist auch das Pattern, wie ich es bisher das verstanden habe, auch von den HCL-Kollegen. Ich habe eine Serverkomponente, die mir im Prinzip ein REST-API zur Verfügung stellt. Das REST-API kann ich entweder Authentifizierung über den Authentication-Code-Flow machen, wenn ich die benutzerspezifischen Sachen brauche. Wenn es ein anonymer Zugriff genügt, dann kann ich im Prinzip auch über Client Credentials gehen. Das heißt, dann habe ich auch keine User-Interaktion, um trotzdem den authentifizierten Zugriff über das API zu haben. Aber das sollte dann auch das Prinzip ein API anbieten, was die eigentlichen Datenbankabfragen verkapselt. Ja. Slides werden zur Verfügung gestellt, ja, genau. Auch die Aufzeichnung werde ich gucken, dass ich die an die Denok-Web-Verantwortlichen weitergebe, dass wir die irgendwie auf die Seite machen. Das genaue Prozedere ist mir jetzt noch nicht bekannt, aber das wird schon irgendwie möglich sein, denke ich mal. Okay, soweit von meiner Seite aus. Wenn jetzt keine Frage, Moment, da kommt noch eine Frage. Kannst du eine Demo PWA mit User Access organisieren? PWA nicht, aber eine Anwendung mit User Access auf Domino-Daten. Nein, kenne ich noch nicht, aber das ist eigentlich kein großer Act mehr. Also das, was ich bin momentan dabei, unsere Demo-Applikation von Engage dahingehend anzupassen, dass die eine PWA wird und auch den User Access mitbietet. Also ich denke mal zur Collapse-Sphere, wenn wir sowas haben werden. Den Code stellen wir auch bereit wieder. Also Graham und ich stellen den Code dann wieder bereit. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr gibt. Möchte mich nochmal ganz herzlich bei Heiko bedanken für den Vortrag. Hier haben sich auch schon einige über den Chat bedankt. Nochmals der Aufruf unsererseits für die Teilnahme an der an dem Nodes-Grundlagen-Workshop anzumelden über die DENUG-Seite. Und dann würde ich sagen, herzliches Dank fürs Zuhören und dann würde ich das Meeting und die Aufzeichnung jetzt beenden. Dankeschön und bis demnächst. Ja. Viel Spaß nach Duisburg.